Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode der farbenfrohen Mama-Zeit, dem Podcast für alle Mamas und alle werdenden Mamas. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich heute einen wundervollen Interviewgast habe. Das ist nämlich die liebe Maxine. Und Maxine, magst du dich erstmal selber vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, sehr gerne. Erstmal hallo in die Runde. Hallo Julia, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Berufungs- und Business Coach und mit meiner Arbeit unterstütze ich vor allem ambitionierte Menschen dabei, ihre beruflichen Projekte selbstsicherer umzusetzen, neue Klarheit zu finden und ihre eigene Berufung zu finden und auch ihr zu folgen. Und daneben hoste ich noch den Business Journal Podcast als ersten deutschen Reflexionspodcast. Und ich darf mich jetzt seit ganz neuester Zeit auch Buchautorin nennen. Und mein Buch Das Berufungsprinzip kommt nächste Woche schon raus und bin total aufgeregt und beglückt. Wir kennen uns jetzt, ich habe nachgerechnet, seit 5 Jahren und haben natürlich heute auch diesen besonderen Anlass, nämlich, dass dein Buch jetzt bald zu kaufen sein wird. Und das wollten wir unseren meinen Zuhörern natürlich auch nicht vorenthalten. Und magst du mal so kurz umreißen, um was es in deinem Buch geht, was es für ein Buch ist? Also das Buch ist ein Ratgeber- und Mitschreibbuch zum Finden der eigenen Berufung. Und es lädt die Leserin ein, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst die Frage zu stellen, wonach sehne ich mich wirklich beruflich? Denn ich habe so eine wirklich lange und auch schwierige Berufungssuche hinter mir. Ich habe viele Umwege gemacht. Ich habe es mir echt teilweise schwer gemacht. Und ich möchte mit diesem Buch es dir einfach erleichtern. Denn ich glaube, wenn wir eine Welt kreieren, wo wir beruflich alle erfüllt sind, hätten wir eine ganz andere Welt, eine so viel schönere Welt. Und ja, dafür ist sozusagen das Buch da. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben und freue mich, wenn ich auch dir mit dem Buch helfen kann, zum einen Berufung neu zu definieren. Denn ich habe festgestellt, Berufung ist für mich nicht mehr das, was ich damals dachte. Dich wieder mit deiner Intuition zu verbinden und auch mutig zu sein, im Tun Klarheit zu finden, versus darauf zu warten, erstmal alle Antworten zu haben. Und das Buch wird dich anleiten, deine eigenen Antworten zu finden. Denn ich sage immer, ich habe keine Antworten für dich. Aber ich kann dir helfen, deine eigenen passenden Antworten zu finden. Und da würde mich als nächstes gleich interessieren, wie du denn dann jetzt Berufung definierst, was das für dich ist und was es uns tatsächlich auch bringt, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was meine eigene persönliche Berufung ist. Damals habe ich mich auf die Berufung gemacht, denn ich war damals in einer Praktikumsstelle in einer großen Bank, so mit schicken Blazer. Ich war im 44. Stock, Blick über ganz Frankfurt und dachte so zuerst, oh, das ist Erfolg. Und ich dachte so, ja, hier bin ich total richtig. Um dann aber festzustellen nach ein paar Monaten, dass ich überhaupt nicht dahin gehörte, dass ich mich da überhaupt nicht ausleben konnte, wie ich das dachte, dass meine romantischen Vorstellungen sozusagen nicht der Realität entsprachen, wie es so oft ist, wenn wir neu in eine Stelle reingehen. Und damals dachte ich, Berufung ist dieser eine Traumjob, den ich finden muss, um auf Lebenszeit glücklich zu sein. Und ich habe dann lange nach dieser einen Sache gesucht. Erst nach diesem einen Traumjob, dann nach diesem einen Business. Und ich bin jemand, ich bin multipassioniert. Und ich hatte immer so viele Interessen. Ich fand Business interessant, Persönlichkeitsentwicklung, Fitness und Gesundheit. Wie soll ich mich dafür eine Sache entscheiden, für die ich angeblich berufen bin? Und auf meinem Weg durfte ich lernen, dass Berufung nicht der eine Traumjob ist, den du finden musst. Das baut viel zu viel Druck auf und der Arbeitsmarkt, der passt gar nicht mehr zu dieser alten Definition. Sondern heute ist Berufung für mich ein Weg, auf dem dich deine innere Stimme, dein innerer Ruf führt. Denn in dem Begriff Berufung ist das Wort Ruf drin, Berufung. Und es geht um diesen inneren Ruf, den wir wieder hören dürfen, der uns dann, wenn wir mutig sind und wieder auf ihn hören, uns wieder mit diesem Ruf verbinden, uns zu unterschiedlichen Berufsstationen führen kann. Die können gleichzeitig sein als Portfoliokarriere, dass ich Verschiedenes gleichzeitig mache. Oder auch nacheinander, dass wir wirklich neu definieren. Berufung heißt nicht, ich finde eine Sache und die muss bis zum Lebensende passen, sondern das darf sich auch verändern und du darfst dich führen lassen zu, was auch immer sich als nächstes für dich stimmig und richtig anfühlt. Ich kenne das so ganz viel aus meinem Umfeld, bei Freundinnen, aber auch bei Coaching-Klientinnen, mit denen ich arbeite. Die machen ihren Job, weil sie halt einen Job machen müssen, weil sie Geld verdienen müssen und
Sie mögen ihren Job nicht. Sie finden nicht Erfüllung in ihrem Job. Ihr Job reicht ihnen, zieht ihnen Energie. Und was möchtest du solchen Frauen mit auf den Weg geben, die sich vielleicht auch gar noch nicht diesem Thema geöffnet haben, da kann es noch was anderes für mich geben? Wir arbeiten so viele Stunden. Ich glaube, mindestens mal ein Drittel unseres Lebens verbringen wir wirklich mit Arbeiten. Und wäre das nicht schön, wenn du was machst, was dich irgendwie Sinn erfüllt, wo du das Gefühl hast, du hast einen positiven Beitrag? Die Frage stelle ich gerne, denn manchmal haben wir das Gefühl, ich habe ja keine andere Möglichkeit. Doch ich gucke gerade jetzt auf den Markt und ich glaube, es gibt keine bessere Zeit als jetzt, als die jetzige Generation auch, die so viele Möglichkeiten hat, im Inland, im Ausland zu arbeiten. Es gibt so viele tolle Jobs, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Und diese Freiheit ist da, aber da müssen wir zu Ja sagen. Und mutig sein, auch mal zu gucken, okay, was könnte ich denn noch machen? Und ich sage auch immer, es ist so leicht, auch sich heute weiterzuentwickeln. Man muss ja nicht mehr irgendwo hinreisen. Man kann ja ganz bequem auf seinem Sofa sitzen und neue Fähigkeiten erlernen, sich wirklich in Themen einarbeiten. Und dann ist wirklich alles möglich. Und ich möchte dir wirklich sagen, wenn du gerade das Gefühl hast, du bist in einer Position, wo du nicht erfüllt bist, wo das Umfeld vielleicht nicht passt oder wo du deine Stärken nicht ausleben kannst, dann bist du einfach an der falschen Stelle. Und die Welt braucht dich, dass du dahin gehst, wo du hingehörst. Denn dann kannst du einfach, ja, du wirst ein besserer Mensch, weil du einfach so viel erfüllter bist, ein besserer Mensch für deine Umwelt, ein besseres Vorbild auch für deine Kinder. Und die Welt braucht einfach Menschen, die bereit sind, aktiv zu werden und ihre eigene Erfüllung zu kreieren. Wir haben gerade der Gedanke, bevor man sich so auf diesen Weg macht, darf man sich erstmal von so ein paar Dingen befreien oder sich halt auch erlauben, diesen Weg jetzt für sich zu gehen, sich erlauben, einen Job zu finden, auf den man richtig Bock hat. Was denkst du noch, wovon man sich so am Anfang auch erstmal frei machen darf, bevor man auf diesen Berufungsweg gehen kann? Also eine Sache ist, davon darf man sich wirklich sehr schnell frei machen, ist, dass du den perfekten Plan, die perfekte Klarheit und die große Vision haben musst, bevor du loslegen kannst. Das dachte ich nämlich auch immer. Ich dachte, okay, ich muss ganz klar haben, was ist meine Berufung? Ich muss es auf Papier haben. Ich brauche einen perfekten Weg, der auch erfolgsgarantiert ist, damit ich überhaupt loslegen kann. Und das funktioniert nicht, denn ich durfte lernen. Und jetzt sage ich, bin ich so froh drüber, weil der Weg ist eigentlich so viel schöner als das, was ich früher machen wollte und gemacht habe. Du findest Klarheit im Tun. Und das Schöne ist, vor allem auch als Mama, du musst es ja auch gar nicht mit großem Risiko verbunden machen. Du musst jetzt nicht sofort kündigen und alles abbrechen, um die ganze Welt ziehen oder was auch immer. Das darfst du natürlich, wenn du dich dazu berufen fühlst. Aber das musst du gar nicht. Und ich lade jeden ein, sich wirklich einfach mal Zeit zu nehmen, zum Beispiel auch im Journaling, mal dich zu fragen, wonach sehne ich mich beruflich? Und erstmal zu beginnen, einfach in die Antworten zu finden, dich kennen und auch schätzen zu lernen. Und dann zu sagen, okay, ich nutze jetzt diese ersten Impulse, um ganz kleine Veränderungen zu machen. Zum Beispiel, ich hatte damals den Impuls gespürt nach Abwechslung. Ich wusste, Abwechslung ist irgendwie in meinem Feld. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich suche mir jetzt direkt verschiedene Jobs, wo ich Abwechslung habe oder ich wechsle den Job, der einfach ein bisschen bunter ist. Oder ich kann sagen, okay, wie kann ich im ganz Kleinen Abwechslung in mein Leben bringen? Zum Beispiel, indem ich meinen Tag ein bisschen anders strukturiere oder indem ich vielleicht anders zur Arbeit fahre oder mal anders mit den Kindern umgehe. Also wir können ja das, was dann rauskommt, auf große Weisen leben oder erstmal ganz klein und es darf sich aufbauen. Was sagst du zu so Vorurteilen, die dann sofort kommen, so als Mama kann ich keinen Erfolg haben, als Mama kann ich ja nicht so viele Stunden arbeiten, da nimmt mich niemand, ich muss doch nehmen, was ich kriegen kann, Weiterentwicklung ist als Mama schwierig, weil wo soll ich die Zeit hernehmen, wer unterstützt mich, so diese ganzen, was uns erstmal sofort in den Sinn kommt, wenn wir denken, okay, ich möchte mich beruflich verändern, aber... Ja. Ja, erstmal wegzugehen von als Mama bist du das Opfer und du bist in dieser Opferrolle. Da wirklich rauszugehen, denn als Mama hast du so viele Stärken aufgebaut und ich gucke da immer auch gerne auf dich, Julia, denn ich kenne keine Person, die so geil produktiv ist wie du, die so viel schafft mit Kindern, nicht trotz, sondern mit Kindern. Und ich glaube, dass wenn wir uns mit den Stärken und Ressourcen verbinden, die wir als Mama aufgebaut haben, dann stärkt es uns innerlich, dann können wir auch mit einer ganz anderen Position reingehen.
Und es ist auch so, dass auch, ja, du kannst vielleicht nicht Vollzeit arbeiten und du möchtest es nicht. Aber es gibt auch genug Unternehmen da draußen, die brauchen nur gerade jemanden in Teilzeit. Und es kann auch ein Vorteil sein, nicht so viel zu arbeiten und auch wirklich zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt positiv für mich nutzen, dass ich nicht so viel Zeit habe, dass ich auch noch Kinder habe und da in so eine Lösungsorientierung zu gehen. Es ist so leicht gesagt, aber wenn wir uns erstmal mit dem verbinden, was ich als Ressourcen habe und dann mit dem, was ich wirklich möchte, können wir auch gucken, okay, welche Modelle machen denn Sinn für mich? Vielleicht ist es auch wirklich die Selbstständigkeit, vielleicht ist es auch ein Hybrid. Und das Schöne ist, dass es da auch nicht nur eine Antwort geben muss, sondern dir auch zu erlauben, dir mal verschiedene Aspekte anzugucken, verschiedene Wege, dich vielleicht auch einfach mal bunt zu bewerben, um zu gucken, was gibt dir denn auch das Leben an Möglichkeiten? An der Ja, Stelle, das würde ich genau. sagen. Ich glaube, sich so auch diesen Fluss hinzugeben und einfach dann mal zu gucken, was dann passiert, was auf dich zukommt, welche Möglichkeiten vielleicht, die du auch noch gar nicht so im Sinn hattest. Oft sind wir so beschränkt in dem, was wir glauben, was möglich ist. Und dabei ist die Vielfalt viel, viel größer. Und du hast es jetzt schon öfter angesprochen, du benutzt da gerne als Tool zum Reflektieren und sich darüber klar werden, Journaling. Magst du gerne noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie man Journaling auf die Art und Weise gut für sich nutzen kann? Ja, super gern. Also mein absolutes Lieblingstool ist Journaling, einfach weil wir nichts anderes brauchen als unser Notizbuch. Das kann haptisch sein oder einfach auch digital. Und Journaling ist einfach nur das moderne, fancy Wort sozusagen für das schriftliche Reflektieren im eigenen Notizbuch. Es ist so die moderne und weiterentwickelte Form des Tagebuchschreibens. Dabei geht es nicht darum, deinen Tag zu reflektieren, das darfst du natürlich auch, sondern es geht dabei darum, berufliche Klarheit zu gewinnen und auch in dem Prozess zu wachsen. Und Journaling hilft dir da besonders, weil wenn du zum Beispiel dir die Frage wirklich stellst, die wir eben hatten, wonach sehne ich mich beruflich? Wenn du dich mal eine Woche hinsetzt und jeden Tag nur mal 5 Minuten schreibst und immer diese gleiche Frage beantwortest, kannst du am Ende von der Woche zurückblicken. Und dann passiert etwas ganz Magisches. Du wirst Sachen entdecken, die du jeden Tag immer wieder aufgeschrieben hast. Das heißt, da wird so ein roter Faden sichtbar. Und das gibt dir so eine Bestätigung. Ah, das ist mir gerade wichtig. Das ist schon mal ein erster Hinweis, den ich sammeln kann. Und auf Papier kannst du ganz wunderbar deine Ressourcen, deine Stärken, deine Fähigkeiten, deine geheimen Wünsche und Träume auch dir angucken. Und im Buch habe ich das Berufungsmodell aufgezeichnet, denn ich glaube, dass wir, die Berufungssuche ist wie so ein großes Puzzle. Du hast ganz viele verschiedene Aspekte, die du einsammeln kannst. Also im Buch gucke ich zum Beispiel auf auch schmerzhafte Erfahrungen, aber auch auf deine Freude, auf das, was dich stärkt, also deine eigenen Stärken, das, was du auch richtig gut kannst schon. Und wenn wir diese ganzen Aspekte sammeln, kriegen wir daraus sozusagen wertvolle Hinweise, um zu gucken, was passt jetzt beruflich als nächsten Schritt. Und die Gedanken, wenn wir nur über etwas nachdenken, vielleicht kennst du das auch, wenn du meditierst. Also ich kenne das gut und Julia, du kannst es bestimmt auch unterschreiben. Wir setzen uns hin, wir wollen ganz fokussiert auf eine Sache nur schauen oder uns fokussieren und unsere Gedanken sind überall anders. Und es ist so schwierig, dann auch wirklich tief zu gehen. Aber auf Papier siehst du konkret, okay, das habe ich jetzt aufgeschrieben. Was ist als nächstes wichtig? Was habe ich vielleicht auch nicht aufgeschrieben? Also du kannst einfach tiefer gehen, denn wenn du aufschreibst, verlangsamen sich auch deine Gedanken, vor allem wenn du das Ganze auch handschriftlich machst. Und das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, als ich setze mich nur hin und denke über etwas nach. Kannst du auch unterschreiben, oder? Auf jeden Fall, vor allen Dingen ab einem gewissen Punkt läuft es ja automatisch. Du schreibst ja nur noch und wenn du dann noch mal guckst, haben sich dir ja viel, also ganz andere Lösungen vielleicht ergeben oder du hast ganz andere Dinge aufgeschrieben, über die du vielleicht nachgedacht hättest. Oder manche Gedanken erlaubt man sich auch gar nicht. Die hätte man vielleicht gar nicht aufgeschrieben. Und wenn du so im Schreiben bist, fließt das dann einfach so. Also ich finde es wahnsinnig toll, um auch über diese Hürden, die man sich selbst im Kopf setzt, hinauszukommen und aufzuschreiben. Und lass uns noch mal so in dieses Thema einsteigen, wenn ich mir da jetzt so sehr Druck mache und Stress mache und auch Erwartungen daran habe, was ich auch zu leisten habe und auch die Erwartungen, ne, von außen, von der Gesellschaft, was kannst du da noch mit auf den Weg geben?
Druck. Ich kenne das Thema gut. Ich habe mir sehr, sehr viel Druck gemacht und ich lade jeden ein, seine eigene Geschwindigkeit zu finden. Und ich glaube, das braucht ein bisschen Mut, weil wir öfters mal so das Gefühl haben, wir müssten schneller sein, schon erfolgreicher sein, schon weiter sein. Und immer wieder dahin zu gehen, zu sagen, ich erlaube mir meine Geschwindigkeit und das ist gut genug. Und das dürfen wir wirklich täglich praktizieren, denn ich habe auch einen Teil in mir, der möchte schon viel, viel weiter sein. Aber in dem Moment, wo ich mich dahingebe, bin ich gar nicht mehr im Jetzt. Ich kann es gar nicht genießen, was jetzt gerade ist und habe auch gar nicht so die Ressourcen, weil ich ja eigentlich gedanklich schon woanders bin. Und immer wieder die Einladung, geh in deiner Geschwindigkeit, nimm dir den Druck raus. Wir haben wirklich Zeit. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen jetzt unsere Berufung ganz schnell finden, denn wir haben ja dann nicht genug Zeit. Aber ganz ehrlich, ist es egal, wie jung oder wie alt du bist, wie erfahren oder unerfahren. Jeder kann seiner Berufung folgen und es ist dafür nie zu spät oder zu früh. Und es ist auch ein Weg. Also es ist auch nicht so, dass Berufung etwas ist, was du abhaken kannst. Ich spüre das manchmal, habe ich das Gefühl, okay, jetzt zum Beispiel Buchlaunch ist manchmal dann so ein To-Do auf meiner Liste und ich will das dann, oder ein Teil von mir möchte das abhaken. Aber es ist ja ein Prozess und auch Berufung ist ein Weg. Deswegen sage ich auch oft so gerne, du kannst deine Berufung eigentlich gar nicht finden, weil es ist ein Weg. Das heißt, du kannst ihr nur folgen. Und die darf sich verändern. Wenn wir Berufung nicht als diesen einen Traumjob definieren, sondern als Weg, auf dem dich deine innere Stimme, dein innerer Ruf sozusagen führt, dann ist auch klar, dass du auch da nicht rennen musst, denn es geht nicht darum, zum Ende zu kommen. Es gibt kein Ende. Es gibt einfach nur einen Weg, den du immer weitergehen kannst. Und wenn du merkst, dass du jetzt gerade abgekommen bist vom Weg, dann mach kleine Veränderungen ohne Stress, ohne Druck, um wieder sich dem Weg zuzuwenden. Und das macht dann so viel mehr Freude, denn ich weiß nicht, ob das dir ähnlich geht, aber ich dachte immer, ich muss meine Berufung leben, um beruflich erfüllt zu sein. Und dann hatte ich eine Phase, da habe ich meine Berufung gefunden gehabt, wo ich sagte, ich bin da irgendwie gerade genau richtig beruflich. Und trotzdem habe ich mir im Tun so einen Stress gemacht, dass ich nicht beruflich erfüllt war. Und deswegen sage ich heute, berufliche Erfüllung hat nicht nur damit was zu tun, was du genau arbeitest, sondern wie du arbeitest. Wie gehst du mit dir im Prozess um? Wie redest du mit mir? Wie gehst du mit deinen Gedanken um? Und das ist so entscheidend da auch. Und das ist so schön, dass du gesagt hast, das darf sich verändern. Also ich habe vielleicht einen ganz anderen Wunsch an meinen Job, wenn ich kinderlos bin. Dann sind die Kinder noch sehr klein, dann darf ich das wieder anpassen. Dann habe ich da auch andere Wünsche an meine Arbeitsbedingungen. Dann werden die größer, dann sind die aus dem Haus, darf sich ja alles verändern. Also ich habe Freundinnen, die sind Anfang 30 und haben jetzt schon dieses Gefühl von, sie stecken da fest. Das ist das, was sie halt noch 30 Jahre machen. Es gefällt ihnen jetzt schon nicht. Und so diese Hoffnungslosigkeit und dass da angeblich nichts ist, was da jetzt noch kommen kann, was sich verändern darf. Und ich finde, da hast du so schön Mut gemacht, dass es da noch so, so viel mehr gibt, dass man auch sich das erlauben darf, da hinzuschauen und Dinge verändern darf. Und da ist ja ein wunderschönes Tool, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich auf diesen Berufungsweg machen, das Buch, was es jetzt bald von dir gibt. Und magst du uns nochmal erzählen, ab wann es das gibt und wie das Ganze aufgebaut ist und wie ich das für mich nutzen kann? Ja, sehr gerne. Es ist ja ein Ratgeber- und Mitschreibbuch. Das heißt, du findest ganz viele kurze Kapitel, die dich anleiten, wichtige Hinweise für deine Berufung zu sammeln. Und die schließen mit Übungen und Reflexionsfragen ab, dass du wirklich für dich, während du liest, kommen dir schon Impulse und Antworten. Und die bist du eingeladen, direkt aufzuschreiben. Im Buch selbst, wenn du das physische Buch sozusagen dir holst, oder natürlich im eigenen Notizbuch. Und im Buch mache ich zwei Dinge. Zum einen habe ich das Berufungsmodell aufgezeigt, um von verschiedenen Aspekten zu kommen, weil ich glaube nicht, dass es nur einen Weg gibt, wie wir unsere Berufung finden, sondern es gibt verschiedene Wege und Ansätze und wir müssen gucken, welcher Ansatz passt gerade für dich. Und deswegen gucken wir uns die an und schauen, wo resoniert was mit dir, wo kommen die Antworten, die sich stimmig gerade anfühlen und dich so anziehen, dem jetzt zu folgen. Und dann lade ich im Buch ein, ins Tun zu kommen. Denn wir finden Klarheit auch über unsere Berufung nicht im Kopf, auch nicht im Reflektieren, sondern da kriegen wir erste Hinweise, eine erste Richtung und dann finden wir diese Klarheit, die wir wollen. Ist es das wirklich? Wie sieht genau dieser Job aus? Kann das funktionieren? Das finden wir nur im Tun. Und deswegen lade ich jeden ein, im Buch ein Berufungsprojekt zu starten, also ein vierwöchiges Projekt, um auszuprobieren. Denn
Ganz oft ist es ja so, wir haben zum Beispiel, damals hatte ich die Idee, vielleicht ist Coaching das Richtige für mich. Und ich war mir total unsicher und ich habe viel recherchiert und geguckt und überlegt. Und wenn du sagst, okay, das sollte selbstständig sein, dann solltest du erstmal vielleicht einen Businessplan schreiben oder ein Business Model Canvas, was es auch alles da gibt. Aber ich musste ja erstmal ausprobieren, ist Coaching das Passende? Und dann habe ich damals mit der Caroline, meiner früheren Geschäftspartnerin, haben wir ein Projekt gestartet, wo wir wirklich einfach nur gecoacht haben. Wir haben nicht geplant, wir haben keinen Businessplan geschrieben, kein Business vorbereitet. Wir haben die Essenz der Idee ausprobiert, nämlich das Coaching. Und das hat mir so viel Klarheit gegeben, so viel mehr Klarheit in 4 Wochen, als ich in dem kompletten Jahr davor bekommen habe. Und also die Klarheit ist einfach im Tun und da lade ich jeden ein im Buch auch und natürlich auch jetzt, wenn du zuhörst und sagst, ah, ich habe da auch so eine Idee, leg auch einfach los und lass dich treiben und guck mal, wo es hinführt. Du musst jetzt noch nicht wissen, wie das Endergebnis aussieht, ob es das Passende ist, denn aus jeden kleinen Projekten, aus jeden Erfahrungen wirst du ganz wichtige Hinweise für dich ziehen können. Genau, das ist so das Wichtige, dieses, auch wenn es im ersten Versuch nicht funktioniert, daraus kann man ja wieder was für sich herausziehen. Auch jetzt zu gucken, was gefällt mir nicht an meinem Job? Was ist es denn da ganz konkret, was ich verändern möchte, was ich anders haben möchte? Und sich doch auch dem zu öffnen, dass es möglich ist, ja, unter diesen Bedingungen, die ich mir wünsche, arbeiten zu können. Vielen, vielen Dank, dass wir heute über dieses Thema Berufung und dieser Ruf in dir sprechen konnten. Und dass wir nochmal erzählt haben, was Journaling für ein tolles Tool ist, für diesen Weg, aber auch für jeden anderen, um sich einfach so klar zu werden, was will ich eigentlich, wer bin ich, wo darf es hingehen, was ruft mich. Wir haben den Link zu deinem Buch auf jeden Fall unten in die Shownotes gepackt und man kann das Buch ja aktuell noch vorbestellen. Und da gibt es ja noch was dazu, richtig? Genau, ich habe ein paar tolle Vorbestellgeschenke kreiert. Das heißt, wenn du das Buch vor dem 23. Februar vorbestellst, kannst du auf meine Webseite gehen, die wir auch verlinken. Und da habe ich so ein paar coole Journaling-Tools zusammengestellt, eine Materialliste, was ich empfehle, wenn du starten möchtest oder auch einfach meine Tools kennenlernen möchtest fürs Journaling, eine Liste an tollen Vorlagen fürs eigene Journal und noch eine so eine Blitzanleitung mit wertvollen Fragen. Also wenn du Lust hast und auch direkt jetzt heute schon loslegen möchtest mit Journaling oder auch mit der Vertiefung deiner Journal-Praxis, schau dir sehr gerne die Vorbestellgeschenke an. Das finde ich super wertvoll, so aus diesem, wenn dich das jetzt ruft, wenn du das jetzt hörst und siehst und denkst, oh ja, da habe ich Bock drauf, das will ich mir mal ansehen, direkt weiterzumachen, sich das runterzuladen, sich anzusehen und da direkt zu starten. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war super interessant und inspirierend heute. Und ich möchte jetzt gerne dir nochmal die Möglichkeit geben, ein paar abschließende Worte zu sagen, wenn du möchtest. Und auf jeden Fall von mir an dich schon mal vielen, vielen Dank. Erstmal vielen, vielen Dank, Julia, auch für deinen Support und unsere schöne Freundschaft. Und mein Abschlusswort. Das ist immer so was Großes, nicht? Ich glaube, ich möchte gern jedem sagen, du hast es verdient, erfüllt zu sein. Deine Kinder, deine Familie, dein Umfeld, die Gesellschaft braucht es, dass du mutig bist und guckst, was erfüllt dich beruflich und dich veränderst, wenn du eingeladen bist, eine Veränderung einzuleiten. Und es kann nur besser werden. Wir haben oft so viel Angst, aber wenn wir durch die Angst durchgehen, wartet so viel Magisches und Schönes und du bist es wert, wirklich da für dich selbst einzustehen. Das war so schön. Danke. Und euch danke ich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr, sehr gefallen. Es hat euch gerufen. Und wir hören uns dann ganz bald wieder bei einer nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.